Ja, Leute, es reißt nicht ab. Heute Nacht haben wieder zwei Fallen ausgelöst. Und jetzt wollen wir mal hingucken. Das Gute ist, die haben mir gestern Raps gedroschen. Jetzt komme ich auch wieder an die Falle, wo wir letztes Mal waren, die ich freigeschnitten habe. Man sieht auch dahinter noch, ein Anhänger steht hier noch im Hintergrund. Bin mal gespannt, ob da Raupel drin ist. Weil das ist natürlich, wenn ein Anhänger hier irgendwie steht, das ist ja immer was Ungewohntes. Und dann ist das Wild ja immer sehr misstrauisch eigentlich. Aber mal schauen, kann gut sein, dass es das wieder ein Marderhund ist. Gucken mal, was da drin ist. Das geht sogar noch vom Rapsdreschen her. Hier ist jetzt nur so ein bisschen Spreu hingeflogen. Weil manchmal ist immer, wenn die gedroschen haben, ist die Falle vollgerotzt teilweise, wenn die hier irgendwie mit Drescher mal rumrangiert haben. Da muss man auch mal nachgucken. So, wir schauen aber einmal rein jetzt. Wieder Marderhund drin. Das nimmt kein Ende. Gestern hier auch nicht mehr stehen. Das haben die im Dunkeln abgedroschen. Aber man sieht immer wieder, wie effektiv so eine Falle denn ist. Ne? Ich konnte auch nicht ansitzen gestern Abend, hatte auch keine Zeit. Weil er sich hier auch gut ansitzen können an dem Schlag. Wenn es frisch gedroschen ist, da sind ja immer Mäusenester und all so ein Kram. Da kommt auch gerne ein Fuchs. Kommt der überall besser ran wieder. So springt. Hier. Das ist eine junge Fee wieder. Können wir mal gucken.
viel. Ich glaube, hier in der Kamera ist ziemlich. Ja, ich habe gerade eben noch mal genauer geguckt. Ist auf jeden Fall eine Fee. Das passt. Wieder ein Geheck weniger nächstes Jahr. Gut, ich will wohl einmal neu beködern. Ich gucke einmal, ob das Wipprohr frei ist erstmal. Das sieht gut aus. Also einmal durchgucken, gucken, was einer irgendwo liegt. Ne, da ist alles frei. Das Köder habe ich ja da verputzt. So, heute etwas anderes Beköderung. Wir hatten gestern Fallwild und da habe ich mir jetzt ein Stück aus der Decke rausgeschnitten. Mit ein bisschen Wildbrett dran, nicht so viel, dass man hier kein Brummernest hat. Das breite ich da schön unten aus. Ach, hier, so ein bisschen breit ziehen. Genau. Und jetzt kommt trotzdem noch Lockstoff rein und wieder Pflaumenmus und ein Ei, trotzdem als optischen Reiz. Falls die Maden das doch dann irgendwann so weit bearbeitet haben, dass es auseinandergefallen ist oder dass man nicht mehr. Der optische Reiz ist Ei echt gut für. Machen wir erst noch ein bisschen Pflaumenmus rein. Wie gesagt, ich verschmiere das immer meistens so ein bisschen mit einem Löffel. Ja. Das ist auch wieder zum Anbeißen. Noch ein bisschen Lockstoff rein. Das mache ich ruhig auf die Rebeldecke so ein bisschen. Und hier vorne so ein bisschen. So sollte das reichen. Deckel richtig rum zu. Auslösegestänge vom Gegenhalter stellen. Schieber reinlegen. Und Deckel drauf. Gut, sie ist wieder fängig. Einmal den Melder ran. Die muss irgendwo ein Erdhummelnest sein. Das ist ja Wahnsinn, was hier ein Hummeln ist. Ein Riesenviecher.
Gut, das ist dann auch erstmal gewesen, kurzzeitig. Zu der anderen Falle fahre ich in einer Stunde erst und dann gucken wir nochmal. Bis später.